Meine Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 2. In diesem Part sprechen wir mit Rosa. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also, was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Was macht er da? So, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Aha. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Okay, machen wir uns ran. Ich meine natürlich an das Gerüst. Affen machen alles nach. Die Technik Klettersprung von Rosa erlernen. Denn diese Technik werden wir brauchen. So, ganz einfach. Wir müssen uns einfach nur springend fortbewegen. Mit der Beintaste. Also gar keine, eigentlich gar keine so besondere Sache. Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Ja. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Und die Frari-Kirche ist die Kirche mit dem Aussichtspunkt, den wir nicht besteigen konnten. Den machen wir nämlich jetzt. Und da, genau da will ich auch hin. Die andere Mission da unten wäre eine wahrscheinlich von diesem Ugo, mit dem wir so Gefangene befreien müssen. Naja, das dauert mir jetzt aber zu lang. Da will ich jetzt lieber kurz diesen Rosa-Arc fertigstellen. Und das heißt, wenn ich das machen will, dann mache ich das natürlich auch. Also so ist nichts. Ah, da können wir nämlich gleich mal unsere neuen Fähigkeiten geschickt einsetzen. Ja, komm schon. Stirb einfach. So, diese Klettertechnik werden wir auch noch sehr oft benutzen. Werde ich jetzt wahrscheinlich bei fast jeder Mauer einsetzen irgendwann. Einfach weil es auch nicht nur schneller geht, sondern auch es einfach geil ist. Ich meine, hallo, sich aus eigener Kraft einfach mal so hoch springen an einer Mauer schon hängend. Das ist einfach derbe Metal und es muss einfach gemacht werden. Außerdem so bescheuert, wie der Ezio manchmal klettert, brauchen wir schon besondere Techniken. So, wir springen mal hier runter ins Wasser. Also, ein letztes Mal, ich habe wirklich nichts gegen Ezio Auditore. Ich mag den Penner sogar richtig. Mein Lieblingsheld von der ganzen Serie. Ah, was machst denn du? Komm, ich Wurfmesser dich mal. So, das Geld gehört mir, wenn ich den Wurfmesser... Da hätte der jetzt nicht gerechnet, ja? Ah, da war das noch ein Ausrufezeichen. Na, das sind jetzt viele Hauptquests hier. Können wir schön Part für Part welche erledigen. Okay, gehen wir mal zu unserer lieben Rosa. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Was? Hüpfen und springen. Den Turm so schnell wie möglich mit Hilfe des Klettersprungs erklimmen. Bin in einer Minute zurück, aber irgendwie habe ich trotzdem 5 frei. Können wir das in einer Minute überhaupt realistisch schaffen? Ja, wir können es ja mal wenigstens probieren. Mit Hilfe unserer neuen Technik seht ihr, das geht einfach. Das. Oh, okay, das war jetzt nichts zugegeben. So. Unter Umständen könnte ich das sogar wirklich in einer Minute schaffen. Ey, erwartet nicht, dass ich hier göttliche Kraft zeige. Es soll nur ein Versuch sein. So, seht ihr, hier wären wir nämlich nicht weitergekommen, wenn wir es davor schon versucht hätten. Ja, komm schon. Ezio Auditore. Schneller. Enttäuschen Rosa bloß nicht. Du weißt, dass du diese Technik beherrschst. Kein anderer beherrscht sie besser als du. Oh, eine Minute. Jawohl. Synchronisieren geschwind. Muss natürlich auch sein. So, jetzt will ich nochmal hören, dass es auch noch bessere gibt hier.
Sauerei. Oh, Rosa. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Nein, nein, der Part ist natürlich noch nicht vorbei, obwohl wir jetzt Hüpfen und Springen geschafft haben und synchronisiert haben. Nein, jetzt gehen wir nämlich da nämlich nach oben und gucken mal. Moment, ich gehe hier kurz noch vorbei. Reparieren mal meine Sachen hier vom Runterhüpfen überall. Ich hätte vielleicht was mitgenommen und ja. Naja, wäre es doppelzählig. Okay, und weiter geht's. Also diese Plakate hier abreißen, haben wir so ungefähr ein Viertel voll. Den wir jetzt wieder so gut wie weg haben. Und wir haben 36.000 Florin in unserer Truhe. Eine recht stattliche Zahl, ja, ja. So. Bentrovato, was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Shatter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Ausbruch, die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. So, das ist nämlich vorhin ziemlich blöd gelaufen. Ich habe nämlich vorhin eine Eisteeflasche aufgemacht, das hat nämlich so gespritzt an. Und alles in meinen Analogstick reingelaufen und der klemmt jetzt hier so ein bisschen. Ja, das ist ärgerlich, sowas. Ah, alles voll gezuckert. Ah, Moment, da muss ich das erst schon so ein bisschen. Okay, jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Ich will, dass ihr ihn fasst. Nix. Ich lauf vieles. Kauf mir eine Xbox. Okay. Nein. Aua. Schon wieder bei Leonardo. Ah, mit dem Gamepad kann man doch nicht mehr spielen, hey. Oh, ist das beschissen. Okay, naja, egal. Scheißen wir einfach mal drauf, kommen wir damit klar. Und machen einfach mal weiter. Tot. Ja, Mann. Wir sind das Volk. Ha, bitteschön. Bleibt dran. Bleibt dran, Jungs. Ich muss euch erstmal zu Ugo schaffen, dann geht's erstmal weiter. Ihr kranken Psychoschweine. Und zack. Und, oh, was war das denn? Und zack. So. Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, ob ich mein Headset Gamepad wieder reparieren kann. Mit Spucke nämlich. Kommen meine Diebe überhaupt nach? Och, komm. Ruhe. Ruhe. Okay, Cora. Sind die zu blöd zum Klettern oder was? Schätze ich, jemand ins Wasser geflogen. Einer muss überleben, von zwei sind's noch. So, okay. Zwei Runden müssen wir nochmal abholen. Ah, ne? Kannst du Überprüfung? Ja, mein Gamepad geht wieder. So eine einfache Lösung hätte ich jetzt da nicht erwartet und jetzt kann ich mich wieder dran gewöhnen. Zurück zum Lied. Dieses Spiel ist geil. Okay. Ich habe kein Zeitlimit irgendwie bekommen. Auch nicht, bevor der Tag anbricht oder so, sowas. Nee, habe ich nicht bekommen. Eine Feder. Das war jetzt pure Blödheit, muss ich zugeben. Okay. Und hoch. Und... Oh Gott. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und nicht ganz hoch. Sprung. Hoch.
Ah, diese Musik, ich liebe sie. Nee, getötet werden will ich noch nicht. Werde ich jetzt auch nicht, das ist ja klar. Und diese Versager haben doch eh keine Ahnung, wovon sie reden. Jetzt eiert mein Ding schon wieder so. Moment. Okay, Freunde, ich habe jetzt... Leute, ich habe jetzt das getan, was ihr vielleicht übel nehmen werdet. Ich habe mein Gamepad eben... nicht mit Wasser oder so gereinigt und auch nicht mit das andere. Nein, es war ein Zahnstocher. Tut mir leid an die, die da etwas empfindlich sind und das nicht hören können, sowas. Es musste sein. Der Xbox-Controller wäre sonst gestorben. Jetzt fällt mir ein, dass ich noch eine Ecke über vergessen habe. Und die Klebrigkeit schon wieder überall übertragen wird. Habt ihr Augen hinten oder was? Oh Gott, ihr seid so dumm, wisst ihr das? Ihr sollt abhauen, Mann, ihr seid Diebe. Klebt schon wieder, hey, ich glaub's echt nicht. Ich dachte, das Ding ist komplett am Arsch. Also lass ich doch Eistee drüber laufen, hey. Ja doch, ich beschwöre mich da drüber jetzt. Kotzt mich an. Scheißdreck. Scheißdreck, Scheißdreck. Okay. Wo sind meine Diebe? Ja, kommt halt zu mir. So weit bin ich gar nicht weg. Gehe ich noch in der Zeit hier zum Sarto. Ach, nichts Neues. Ach, guck mal. Gut, jetzt seid ihr alle da, ihr Penner. Jetzt geht's hier weiter. Ignoriert diese Verspacken da. Was macht denn der schon wieder? Oh. Seht schon, die Steuerung ist halt auch irgendwie... sieht jetzt wieder anders aus, wie ungelenkter. Gott, wird der Part lang, ey. Ja, dann heißt ihr da bald neues Gamepad einkaufen gehen. Ich dachte, ich könnte das noch eine Weile verhindern. Naja. Mir nah. Lang. Was? Hört nur, wie sie jammern. Ich werde mir gleich anhören, wie ihr jammern werdet.
Wir müssen dich am Leben halten. Tragisch, wie man ein solches Geschöpf mit ein paar Schwerthieben zurichten kann. Nur noch du bist übrig, das ist dir klar. Deine zwei Kollegen hassen sich im Stich. Oh ja. Gut, hier lang. Und jetzt werde ich sie zurück eskortieren. Die letzte Partei Diebe kriegen Hiebe, wenn ich sie schiebe. Gut. Die wissen schon, wie sie mir folgen müssen. Das weiß ich. Hoffentlich. Ich warte hier einfach mal. Probiere hier noch ein bisschen rum. Es ist ja bestimmt in Ordnung. Muss ja jeder jetzt auch verstehen können, insofern. Weiß ich, macht jetzt ja wieder eine große Sache draus. Also, was ist halt auch scheiße, richtig dreckig. Ah, okay, gerade geht's wieder. Ah, ich weiß nicht, vielleicht soll ich die nächsten paar Folgen mit Tastatur und Maus aufnehmen. Vielleicht geht's ja irgendwann wieder von selber, keine Ahnung. Okay. Folgt mir nach. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trifft mich bei den Docks, dann sage ich mehr. Molto bene. Okay, ich denke, das werden wir dann im nächsten Part dann gleich zuerst machen. Ugo, an den Docks treffen. Bis zum nächsten Mal.